So. Wo glaubst du, dieses Jahr, da habe ich mich noch mal auf was eingelassen, wo ich eigentlich gar nicht so für bin. Und zwar Karneval. Ja, hör mal, ich hatte jetzt ohne Scheiß, ich hatte bei so einem Preisausschreiben 2 Karten gewonnen für einen Maskenball in Düsseldorf. Ja, das war der, oh mein Gott. Ja, was denn? Ja, was denn? Hätte ich nach Köln fahren sollen, da war der Preis nicht für, ne? Eigentlich war ich ja, pass auf, eigentlich war ich ja scharf gewesen auf den 4. Preis, ne? Ein Waffeleisen. Aber dann ist er leider der 3. Preis geworden. Ja, ich wollte da erst gar nicht hin. Aber dann hat meine Frau massiven Druck gemacht. Ich sag, Gusse, was wollen wir denn da? Nicht lustig? Ist er auch bei uns zu Hause, ne? Aber da schmeckt das Bier wenigstens, ne? Da sagte sie, sei doch nicht so negativ. Ja, jetzt musste ich meine Frau ja beweisen, dass ich positiv bin. Und dann habe ich mich, Gott sei Dank, muss man im Nachhinein sagen, drauf eingelassen. Ja, ich hatte dann nämlich die tolle Idee, als Marco Reus zu gehen, weißt du? Ja, einfach BVB-Trikot angezogen und Führerschein zu Hause gelassen, ne? Ja. Ja, hör mal. Aber trotzdem gefahren. Und die Guste hatte aus ihrer Jugendzeit noch einen Krankenschwesterkittel, ein Häubchen und eine Taschenlampe. Die ging dann als Nachtschwester. Ne? Hör mal, das Häubchen passte noch wie früher, die Taschenlampe auch, aber der Kittel, oh lala, da blieb aber nichts mehr der Fantasie überlassen. Ich sag, Guste, wir gehen auf den Maskenball und nicht nach der Reeperbahn. Ne? Da sagte sie schon wieder, sei doch nicht so negativ. Ne? Hör mal, da hatte ich aber langsam den Kaffee auf. Naja. Und dann sind wir auf nach Düsseldorf. Als wir im Saal reinkamen, wurden direkt ein paar von den Narren aufmerksam. Ne? Ja nu, wenn so ein BVB-Spieler wie seine persönliche Krankenschwester aufläuft, also, das erregt schon was. Also, Aufsehen, ne? Die dachten wahrscheinlich, na, ist der Reus schon wieder verletzt, ne? Ja, die wussten ja, dass ich er war, ne? Ich hatte ja beim Reinkommen direkt meine Brieftasche gezeigt, mit keinem Führerschein drin, ne? Und dann haben wir uns erstmal unter das Volk gemischt, ne? Ja, auf so einem Maskenball, da ist ja schon eine bunte Mischung. Also eine irre Artenvielfalt zu beobachten, um mal einen Begriff aus Evolution zu benutzen, ne? Ja, viele hatten sich als Aggressor verkleidet. Ritter, Pirat, Cowboy, Steuerprüfer, ne? Und andere wiederum als Indianer oder Blondine, also verfolgte Minderheiten. Ja. Und da ist mir so aufgefallen, dass so ein Maskenball ja auch eine Möglichkeit darstellt, sein wahres Ich zu zeigen, ohne anzuecken. Ne? Ja, wenn jetzt einer als Ritter geht, der aber im richtigen Leben, was weiß ich, Urologe ist, ne? Ja, dann kann er sein Rittertum ja in seinem Beruf gar nicht ausleben. Ne? Ja, wenn da in der Praxis einer sitzt für Prostatavorsorge und da kommt dann der Arzt mit dem Kettenhemd und einen Eisenhandschuh rein, ne? Und sagt, dann wollen wir mal. Nee, ja, hör mal. Hallo. Da hat er doch ruckzuck nur noch ganz wenige Patienten, ne? Ja. Und wir saßen dann neben einem Eskimo und einem Oberarzt, ne? So, ich kam da ziemlich schnell mit dem Eskimo im Gespräch. Der kam aus Castrop-Rauxel und war dem BVB sehr zugetan. Ja, der Verein hat ja Fans auf der ganzen Welt. Warum nicht auch bei Naturvölkern, ne? Ja, und während ich da mit dem Eskimo am Fachsimpeln war, kriegte ich auf einmal mit, wie der Oberarzt anfängt, meine Frau abzuhorchen, ne? Ich denk, Freundchen, du kriegst was zu hören. Und da habe ich mir ihm sein Stethoskop gepackt und da reingebrüllt, BVB! Aber da mussten die Notarzt kommen lassen, ne? Ja, weil dem angeblich die Ohren geklingelt hatten, ne? Ja, und bevor dann wieder durch die Presse gegangen wäre, weißt du, der Reus, bla bla bla, haben wir uns der Stickung vom Acker gemacht. Ja, und was soll ich dir sagen? Auf der Heimfahrt, kurz bevor wir zu Hause waren, kommt das, was kommen musste. Polizeikontrolle. Ja, getrunken hatte ich ja nichts, ne? Gab ja nur Altbier. Ja, jetzt wollte... Ja, hör mal.
Da habe ich euch direkt wieder versöhnt, ne, ihr Lokalpatrioten hier, ne? Ja, jetzt wollte der aber meinen Führerschein sehen. Ich sag, hello, Herr Wachtmeister, Reus mein Name, Marco Reus. Da sagte er, ja, dann haben Sie ja gar keine Fleppe, ne? Lachte sich eins und wünschte uns noch eine gute Weiterfahrt. Ja, ich vermute mal, er hatte sich nur als Polizeikontrolle verkleidet, ne? Aber hör mal, so ist Karneval, ne? Da kannst du keinem trauen. Ja, und als wir dann zu Hause waren und die Guste sich so runterbeuchte, weißt du, um mir aus dem Kühlschrank ein Bier zu holen, da platzte dann ihr Kittel, ne? Ja, hör mal, da war ich dann positiv. Also, hör mal, da hatten wir eine Nacht, doch. Da kann ein Herr Marco Reus nur von träumen, doch. So, ey. Hör mal, doch. Dass so ein Maskenball ja auch eine Möglichkeit darstellt, sein wahres Ich zu zeigen, ohne anzuecken. Ne? Ja, wenn jetzt einer als Ritter geht, der aber im richtigen Leben, was weiß ich, Urologe ist, ne? Ja, dann kann er sein Rittertum ja in seinem Beruf gar nicht ausleben. Ne? Ja, wenn da in der Praxis einer sitzt für Prostatavorsorge und da kommt dann der Arzt mit dem Kettenhemd und einem Eisenhandschuh rein, ne? Und sagt, dann wollen wir mal, ne? Ja, hör mal. Hallo. Da hat er doch ruckzuck nur noch ganz wenige Patienten, ne? Ja, und wir saßen dann neben einem Eskimo und einem Oberarzt, ne? So, ich kam da ziemlich schnell mit dem Eskimo im Gespräch. Der kam aus Castrop-Rauxel und war dem BVB sehr zugetan. Ja, der Verein hat ja Fans auf der ganzen Welt. Warum nicht auch bei Naturvölkern, ne? Ja, und während ich da mit dem Eskimo am Fachsimpeln war, kriegte ich auf einmal mit, wie der Oberarzt anfängt, meine Frau abzuhorchen, ne? Ich denk, Freundchen, du kriegst was zu hören. Und da hab ich mir ihm sein Stethoskop gepackt und da reingebrüllt, BVB! Aber da mussten die Notarzt kommen lassen, ne? Ja, weil dem angeblich die Ohren geklingelt hatten, ne? Ja, und bevor dann wieder durch die Presse gegangen wäre, weißt du, der Reus, bla bla bla, haben wir uns der Stickung vom Acker gemacht. Ja, und was soll ich dir sagen? Auf der Heimfahrt, kurz bevor wir zu Hause waren, kommt das, was kommen musste. Polizeikontrolle. Ja, getrunken hatte ich ja nichts, ne? Gab ja nur Altbier. Ja, jetzt wollte... Ja, hör mal. Da habe ich euch direkt wieder versöhnt, ne, ihr Lokalpatrioten hier, ne? Ja, jetzt gar tief, ne? Aber da hatte ich aber langsam den Kaffee auf. Naja, und dann sind wir auf nach Düsseldorf. Als wir im Saal reinkamen, wurden direkt ein paar von den Narren aufmerksam, ne? Ja, nu, wenn so ein BVB-Spieler wie seine persönliche Krankenschwester aufläuft, also, das erregt schon was. Also, Aufsehen, ne? Die dachten wahrscheinlich, na, ist der Reus schon wieder verletzt, ne? Ja, die wussten ja, dass ich er war, ne? Ich hatte ja beim Reinkommen direkt meine Brieftasche gezeigt, mit keinem Führerschein drin, ne? Und dann haben wir uns erstmal unter das Volk gemischt, ne? Ja, auf so einem Maskenball, da ist ja schon eine bunte Mischung, also eine irre Artenvielfalt zu beobachten, um mal einen Begriff aus Evolution zu benutzen, ne? Ja, viele hatten sich als Aggressor verkleidet. Ritter, Pirat, Cowboy, Steuerprüfer, ne? Und andere wiederum als Indianer oder Blondine, also verfolgte Minderheiten. Ja, und da ist mir so aufgefallen. So. Wo glaubst du, dieses Jahr, da habe ich mich noch mal auf was eingelassen, wo ich eigentlich gar nicht so für bin. Und zwar Karneval. Ja, hör mal, ich hatte jetzt ohne Scheiß, ich hatte bei so einem Preisausschreiben zwei Karten gewonnen für einen Maskenball in Düsseldorf. Ja, das war der, oh mein Gott. Ja, was denn? Ja, was denn? Hätte ich nach Köln fahren sollen, da war der Preis nicht für, ne? Eigentlich war ich ja, pass auf, eigentlich war ich ja scharf gewesen auf den vierten Preis, ne? Ein Waffeleisen. Aber dann ist leider der dritte Preis geworden. Ja, ich wollte da erst gar nicht hin. Aber dann hat meine Frau massiven Druck gemacht. Ich sag, Gusse,
Was haben wir denn da? Nicht lustig? Ist es auch bei uns zu Hause, ne? Aber da schmeckt das Bier wenigstens, ne? Da sagte sie, sei doch nicht so negativ. Ja, jetzt musste ich meine Frau ja beweisen, dass ich positiv bin. Und dann habe ich mich, Gott sei Dank, muss man im Nachhinein sagen, drauf eingelassen. Ja, ich hatte da nämlich die tolle Idee, als Marco Reus zu gehen, weißt du? Ja, einfach BVB-Trikot angezogen und Führerschein zu Hause gelassen, ne? Aber trotzdem gefahren. Und die Guste hatte aus ihrer Jugendzeit noch einen Krankenschwesterkittel, ein Häubchen und eine Taschenlampe. Die ging dann als Nachtschwester. Ne? Hör mal, das Häubchen passte noch wie früher, die Taschenlampe auch, aber der Kittel, oh lala, da blieb aber nichts mehr der Fantasie überlassen. Ich sag, Guste, wir gehen auf den Maskenball und nicht nach der Reeperbahn. Ne? Da sagte sie schon wieder, sei doch nicht so negativ.